So. Genau, das packen wir dann drauf. Wunderbar. So, natürlich viel zu wenig, aber oh, die Farbe sieht so geil aus. Hammer. Okay, und was ist hier so? Haben wir noch ein bisschen Kies? Jawohl. So. Dann rauscht es hier nicht die ganze Zeit, deswegen mache ich das. Ist jetzt die Frage, wie tief bauen wir das Dach? Das ist wahrscheinlich, das ist eigentlich ganz cool, die Idee. Aber okay, das Holz stört mich auch nicht besonders. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das geht natürlich nicht, dass es direkt daneben ist. Ich glaube, wir müssen es eine Stufe höher setzen. Mindestens. So. Nein, nicht feststellen. Taste ein. So. Dann können wir das nämlich eins höher machen. Und hier kommt dann nämlich das Dach noch eins drüber. Genau. So. Wobei, was mir nicht passt, ist, dass das hier eigentlich genau gleich aussieht. Auch wenn... Wahrscheinlich werde ich hier das nicht mit denen machen, sondern mit Slabs. Die aber doppelt so weit rausgehen. So, jetzt habe ich extra die Werkstatt hingebaut und trotzdem ist es mir immer noch ein Schrittchen zu weit. Ja. Ach so, ja, ich kann natürlich Slabs auch einfach dann... da drauf machen. Ich muss trotzdem Slabs machen. Holzdruckplatte war das nicht. Genau, Birkenholzstufe. So, das machen wir jetzt mal so. Nochmal ein bisschen vorsichtiger. Ja, wir sind jetzt gerade so ein bisschen am Testen, was eventuell gut aussehen würde. Deswegen nicht sauer sein, wenn das jetzt erstmal ein bisschen ein Hin und Her ist und dass man noch nicht sofort sieht, was gut aussieht und was nicht. Also, so, 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 so. Dann könnte man hier. Genau, so, 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 so machen. Und dann darauf das Dach sich nach oben entwickeln lassen. Hier natürlich auch. Ah ja, das muss natürlich dann auch. Muss das natürlich auch bis hier rüber gehen? So schon mal nicht. Vielleicht so und so. Das ist doch gar nicht so schlecht. Dann kann man hier vielleicht etwas in der Art bauen. So, 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 so. Hängt natürlich jetzt auch so ein bisschen davon ab, wie das von oben aussieht. Also was wir da oben noch veranstalten. Finde ich aber an für sich gar nicht so ungeil, muss ich mal sagen. So, dann hätte ich jetzt gerne noch gewusst, ob man aus... Ja, kann man. Man kann aus Birkenholz, kann man jetzt Birken Geländer machen. Wobei ich glaube, ich muss normales Geländer nehmen, weil wir hier bei der Brücke ja auch normales genommen haben. Schwierige Entscheidung. Schwierig, schwierig. Also ich denke da an das hier. Schade. Das wäre auch zu schön gewesen. Okay. Plan funktioniert sowieso nicht. Brauchen wir uns keine Gedanken machen. Wahrscheinlich gerade eins zu hoch oder zu tief. Okay, ich habe noch eine andere Idee. Die wäre dann, dass wir nicht eine Stufe nehmen, sondern... zwei Slabs. Dadurch würde sich das nämlich... Achso, einfach ein ganz normales... Ja, genau. Okay, einfach ganz normal. Dadurch würde sich das nämlich auch noch mal von diesem Vorsprung unterscheiden. Das wäre natürlich auch ganz interessant. Oder ist das dann too much? Ich glaube eher andersrum. Dann müsste das hier... Upala, haben wir noch eine? Nö. Doch.
eine Eisenaxt. Das muss auf jeden Fall eine Stufe sein. Aber wenn, dann könnten wir das hier mitmachen. Also. Haben wir zufällig Slabs da? Nö. Ich sehe gar nichts mehr. Und zwar... So und... Dann ist das genauso groß wie das, was auch nicht mehr so gut ist. Müssen wir uns gleich nochmal angucken, wenn es hell ist. Wir gehen jetzt aber mal schnell nochmal schlafen. Und dann würde ich sagen, bauen wir in unserem Häuschen weiter. Schau nochmal von oben, wie das ausschaut. Wunderbar. Der Mond ist auch schon aufgegangen. Gute Nacht. So, da sind wir wieder. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Ja. So richtig scheiße sieht es nicht aus. Man sieht natürlich jetzt einfach auch noch nicht so viel. Müssen wir noch ein bisschen bauen, dass man überhaupt etwas sieht. Aber das Dach ist natürlich ganz wichtig. Deswegen lassen wir uns da auch so ein bisschen Zeit. So, wunderbar. Einmal runterfallen, bitte. Wunderbar. So, so, so. So, aber es macht schon mal was her. Es fängt schon mal an, gut zu sein. Und da können wir auf jeden Fall dran weiterbauen. Gefällt mir sehr gut, auch hier so mit dem Vorplatz. Da hat man gleich so, gut, sieht ein bisschen aus wie eine Grundschule, aber man hat zumindest mal so ein bisschen den Eindruck, dass das hier irgendwie ein wichtiges Gebäude ist. Das passt mir jetzt allerdings dann doch irgendwie nicht so. Das ist mir dann zu heftig. Vielleicht machen wir es dann auch doch wieder so, aber wir müssen es einfach mal... Haben jetzt mal ein bisschen ausprobieren müssen. Wir nehmen jetzt doch erstmal die normalen Slabs. Nicht die XL-Slabs. So, bam, bam, bam. Wunderbar. Da oben kommt dann das Dach hin. Da müssen wir uns dann gleich auch nochmal ein fettes Gerüst bauen. Dass wir da hochkommen. Vielleicht bauen wir im Inneren auch schon die Treppen dafür hoch. Ne, das war jetzt ja... Haben wir das jetzt mit Slabs gemacht? Ja, wir haben es mit Slabs gemacht, aber dann doch noch... mit normalen Treppen gemacht, aber dann doch noch Slabs hingesetzt. So, was haben wir jetzt hier? Wunderbar. Können wir hier aber schon mal rundum das Ding bauen, würde ich sagen. So, hier wäre das dann auch wieder so, dass wir dann da eine Stufe höher gehen, genau. So. Kann sogar sein, dass wir hier, wie gesagt, nochmal eine zweite Etage bauen oder etwas in der Art. Da müssen wir jetzt so ein bisschen gucken. So, und da sind wir natürlich jetzt hier wieder in so einem Fall. Eine Höhle ist hier wohl irgendwo. Danke für den Hinweis. So. Okay, da ist es passiert. Wir brauchen mehr Fichtenholz. Und das haben wir ja auch. Nicht Fichtenholz, Birkenholz. Und ich würde sagen, das holen wir uns gerade auch mal. So, 10 Minuten haben wir noch. Das kriegen wir hin. Vielleicht holzen wir sogar gleich noch ein paar unserer Birken ab, wenn die schon mal da sind. Wenn wir schon mal in der Nähe sind. Bitte Vorsicht. Dankeschön. Weil brauchen wir natürlich dringend. Und ja, ich würde sagen, da gehen wir gleich mal hoch und checken das ab. Müssen wir hier einmal außen rum. Wunderbar.
Ja. Ja, perfekt. Dann haben wir hier noch eine reiche Ernte gehabt. Und sogar noch mehr Bäume am Start gehabt wie vorher. Hoffentlich droppen die dann auch wieder schön viele Säpplinge. Und die pflanzen wir dann ein. Und damit können wir dann diese Erfolge auch ordentlich abschließen. Sind ordentliche Stückchen weitergekommen mit unserem Hafen, wie ihr seht. Haben schon mal das erste Gebäude errichtet, zumindest zur Hälfte. Sind ein gutes Stück weitergekommen, was, was auch so ein bisschen Optik des Hafens angehen könnte. Wobei wir da das ein oder andere schäbigere Gebäude noch dazwischen setzen müssen, weil das sieht schon wieder ziemlich nobel aus, was wir da bauen. Ich wollte es eigentlich ein bisschen schäbiger haben. So. Wunderbar. Und wir müssen mal ein bisschen auch nochmal unsere Playlist pflegen bei Zeiten. Das eine oder andere etwas großartigere Lied reinpacken. Ich wollte eigentlich so ein bisschen Mittelalter-Gedöns reinmachen. So, hier haben wir nochmal Birkensäppling, Birkensäppling. Wunderbar, die pflanzen wir natürlich auch sofort wieder ein. Hier war einer, da war einer. Ich wäre jetzt ja schon auch dafür, dass das mal... Das hat hier überhaupt nicht funktioniert. Da, und dann machen wir hier auch nochmal eins. So, 7 hatten wir vorhin auch. Ich wäre jetzt dafür, dass jetzt einfach mal 8 rauskommen und nicht immer nur die gleiche Zahl. Immer bloß pro Baum ein Sapling. 2, 4, 6, 8. Okay, einer mehr. Da! 9. Okay. Da hinten 10. 11. Alles klar, okay. Wunderbar, ich höre ja schon auf zu meckern. So, dann erweitern wir unsere Plantage. Das hier ist, glaube ich, ein Mammutbaum. Ja, Schwarzeichensetzling. Noch mehr Säpplinge. Juhu! Sehr nice. Okay, okay, okay. Sehr cool. So. Können wir alle sehr gut gebrauchen. Sonst noch irgendwo welche? Das war's. Da ist doch noch einer. Geilo. Wunderbar. Da ist auch noch mal einer. Sensationell. Jetzt bin ich schon fast ratlos, wo ich die hinstellen soll. So. Alles klar, alles wird gut. Dann holen wir mal den Rest Birkenholzbestand, den wir noch in unserem alten Lager haben, und bringen die mal zum Hafen. Da können wir die nämlich gerade sehr gut gebrauchen. Machen dann auch mal einen Check-up, was unseren... was unsere Öfen angeht, weil ich glaube, da werden wir jetzt ordentlich... was zu mampfen haben, genau. So, das Glas nehmen wir auch gleich mit. Gut. Sand. Ja, komm, wir machen das jetzt einfach mal. Dann haben wir eine Weile Ruhe. Haben wir noch was zum Essen, was wir da reinpacken können? Eigentlich müssen wir noch, genau, wir müssen noch Fleisch haben. Das packen wir natürlich auch gleich noch rein. Dass uns das Essen jetzt erstmal nicht mehr ausgeht, weil ich mag jetzt nicht jedes Mal erstmal wieder neu alles bestellen müssen. So, hier haben wir ordentlich Glas. Hier haben wir ordentlich Glas. Super. Dann packen wir das mal hier rein, weil so viel werden wir auf gar keinen Fall brauchen. Gut. Eieiei, die sind aber laut heute hier. Was wollten wir eigentlich mitnehmen? Wir wollten eigentlich Birkenholz mitnehmen. Jawohl. Super, dann haben wir fast 2 Stacks Birkenholz. Und es wächst wieder nach. Das ist natürlich ein Traum. So, jetzt kommen wir mal hoffentlich hier wieder raus. Und ich schaue mal auf die Uhr. So, noch ein bisschen Zeit haben wir. Alles gut.
Ja, und hier haben wir natürlich auch den geilsten Birkenbäume, den geilsten aller Birkenbäume ever, der echt sehr schön aussieht. Zwischendurch mal was essen. So. Und unsere Dorfbewohner fühlen sich auch wohl, so wie ich das sehe. Wunderbar. Unsere Bäume, die wir gepflanzt haben, sind auch schon gewachsen. Ja, wir scheinen hier ein ganz fruchtbares Eiland erwischt zu haben. So. Halt. Erstmal zur Werkbank. Wunderbar. Und vielleicht packen wir erst auch nochmal ein bisschen Erde weg. Die nervt natürlich hier ziemlich. Den hätten wir natürlich auch woanders hinpacken können. Holzfalltür brauchen wir, glaube ich, jetzt auch erstmal nicht. Kies packen wir auch mal weg. Steine kann man immer mal gebrauchen. Wir werden, beziehungsweise die packen wir weg und nehmen einen Stack Erde mit, weil wir uns damit ein Baugerüst bauen werden. So, dann machen wir jetzt mal hier ein bisschen Ordnung rein. Wir werden wahrscheinlich uns auch nochmal eine Axt mitnehmen. Dann haben wir hier Eiche, so, Fichte. Dann brauchen wir jetzt auch ordentlich Treppchen am Start. So. So, weiter geht's. Dann brauchen wir auch überhaupt keine Angst haben, dass wir die jemals aufbrauchen werden. 2x64, mit dem können wir jetzt mal gut anfangen zu arbeiten, aber es ist natürlich immer noch viel zu wenig. So, und davon, das packen wir auch voll, wunderbar. Dann haben wir das erste Stack schon mal weg. Dann machen wir hier auch nochmal zwei Stack da draus. Und dann würde ich sagen, sind wir erstmal ganz gut ausgerüstet, um mal ein bisschen weiter zu bauen. Oh, und es ist Nacht geworden. Und ich würde sagen, wir begeben uns gleich mal. Diese Hühner, wenn da so ein Ei aus ihrem Po rauskommt, plöpp, macht's dann immer. So. Machen wir gleich mal ein schönes Schläfchen und dann geht's nochmal kurz weiter. Und dann beenden wir auch schon fast die Folge. Wunderschöner guten Morgen. So, und das schaut doch alles ganz wunderbar aus hier. Das wird, das wird. Ja, die kleineren Häuser, die können, denen können wir ja im Prinzip dann so ein Dach verpassen, eher wie, da, wie dem hier, ne? Dass wir da gucken, dass wir da nicht so ein opulentes Dach bauen, sondern eher so ein bisschen ein flacheres. Oh, das war knapp. Hier könnten wir eigentlich auch mal ein Geländer hin machen. Weiß nicht, warum ich das bisher noch nicht gebacken bekommen habe. Das ist wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Aufnahmesession. Hier unser Türmchen auch mal irgendwie zu gestalten. Obala. Das natürlich eigentlich schon auch irgendwie ganz geil aussieht hier, aber das mal ordentlich abzusichern. Vielleicht hier auch mal so eine Treppe zu bauen. Und nicht nur eine Leiter. Das könnten wir eigentlich mal machen. So eine schöne Holztreppe. Jo. So, und weiter geht's. Nee. Eine Axt wollte ich mir noch machen. So. So. So, 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 so. Und. Jo. Jo. So, dann können wir hier mal diese Geschichte machen. Man könnte natürlich hier an dem Eck einfach so machen und dann das Geländer runterlaufen lassen. Das wäre natürlich auch eine Idee. Können wir gleich mal ausprobieren. Sieht irgendwie ein bisschen albern aus. Aber auch nicht so richtig scheiße.
Ich glaube, das sind dann nochmal so Abschlussakzente, die man machen kann, wenn man das Dach solide aufgestellt hat. Da schauen wir mal, wie das wirkt. Jetzt würde ich sagen, lassen wir das mal. So. Haben wir hier eigentlich auch schon unsere Aufstiegsmöglichkeit, um das Dach gut zu bauen. Sieht fast so aus. Ja, unser Dach ist jetzt doch ein bisschen größer geworden. Überlege gerade, ob wir doch hier ein bisschen was von diesem Bergwerk machen. Keine Ahnung, ob das dann hier auch tatsächlich genauso sein soll. Ich mache das jetzt einfach mal. Und rückgängig machen können wir es immer noch. So, da sind wir schon einmal rum. Wunderbar. Haben wir zumindest schon mal so eine Art Flachdach am Start. Okay, das sieht schon mal irgendwie geil aus. Ich würde sagen, dann bauen wir da jetzt erstmal die zweite Etage drauf, die kleine. Und aus der entscheiden wir dann, wie das weitergeht. Weil das kann gut sein, dass das hier, was wir gerade gemacht haben, nicht das eigentliche Dach ist, sondern nur so eine Art Vorsprung. Und wir dann hier oben nochmal so ein, vielleicht sogar eine kleine Terrasse oder was drauf haben. Könnte auf jeden Fall ganz nice werden, glaube ich. So, und jetzt sind wir an der Zeit angekommen. Dann würde ich sagen, mit diesem Blick auf unser Häuschen bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch eine schöne Restzeit. Freue mich, wenn es euch gefallen hat. Und lasst vielleicht ein Däumchen nach oben da oder drückt eventuell den Abonnieren-Knopf, damit ihr auf dem Laufenden gehalten wird, wie es hier mit unserer kleinen, schönen Fischerinsel weitergeht, mit unserem Fischerdorf und unserem Hafen, den wir jetzt ja hier bauen werden. Ich freue mich über eure Kommentare und wenn ihr zuschaut. Ansonsten wünsche ich euch noch was, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.